Herzlich willkommen beim Steinschnack. Wir werfen heute einen Blick auf den Dino Team Air Tracker Helikopter, die 7298 von Lego. Hierfür ein real existierendes Gegenstück zu finden, war relativ schwierig. Ich habe mich für einen der mächtigsten Helikopter aller Zeiten entschieden, den russischen Mi-24. Dieses Gerät kennt ihr aus etlichen Filmen. Er sieht unserem Modell an einigen Stellen ziemlich ähnlich. Beide besitzen zum Beispiel die hintereinander angesetzte Doppelkabine. Auf die kleinen Stummeltragflächen des Originals wurde beim Modell von Lego aber verzichtet. Auf die Features beider Helikopter kommen wir aber gleich zu sprechen. Zuerst mal, das Set von Lego aus dem Jahr 2005 hat 711 Teile, darunter 4 Minifiguren. Wir kommen mal etwas näher. Da drin. Und auch hier, Bordschütze und Pilot sicher untergebracht. Und die Nummer 4 sitzt auf unserem kleinen Quad. Auch das ist nämlich dabei. Und außerdem haben wir dabei einen riesigen T-Rex. Er kommt da eingeschwebt in seinem Transportkäfig. Der hat sogar leuchtende Augen. Herrlich. Ich habe mir das Set gebraucht für ca. 40 Euro gekauft. Neu und original verpackt kostet das mittlerweile mehrere hundert Euro. Kauft es deshalb gebraucht, Steine in die Waschmaschine geschmissen und raus kommt das Set wie neu. Der riesige Helikopter ist über 60 cm lang, das Quad beiseite gestellt. Am Rotor 54 cm breit und mit ausgefahrenem Fahrwerk 18 cm hoch. Ein Riesending. Mit ausgefahrenem Fahrwerk, jawohl. Die insgesamt 4 Räder, wir drehen mal. Die insgesamt 4 Räder, vorne und hinten, sind einklappbar. Wir gucken mal, hier vorne können wir das Fahrwerk einschieben. Verschwindet dann komplett. Und auch hinten, verbunden mit der Achse, zack, komplett weg. Sehr schön gelöst. Holen die Räder wieder raus. Wenn wir schon mal hier unten sind, schauen wir uns mal den Super Dino Abschlepphaken an, um den T-Rex anzuheben. Wenn wir hier an der Seite eine Achse drehen, klappt der Haken aus. An dem können wir natürlich jetzt wunderbar. Kommen wir angeflogen, schnappen uns hier diesen Käfig und ab geht's. Wunderbar, schön. Das Set ist also wunderbar zu bespielen. Hier auf der linken Seite, ich nehme mal den Rotor ab, weg damit, Riesengerät. Hier auf der linken Seite haben wir außerdem eine Winde. Um das Dino-Fangteam oder Material wie der Squad sicher abzusetzen oder wieder hochzuziehen. Unter der Winde im Innenraum sind technische Geräte angebracht. Da hinten sehen wir es, um Dinos aufzuspüren. Leider natürlich alles Aufkleber. Daneben steht ein giftgrüner Tank mit 1A Dino-Betäubungsmittel oder sowas in der Art. Auf der anderen Seite, wir drehen das Modell, haben wir neben dieser Kamera, Geschütz, was immer es sein soll, auch ein Netz. Hinten ist es, um Material oder kleinere Dinos zu transportieren. Hier hinter dem Aufbau befinden sich an beiden Seiten noch diese tollen Staufächer. Natürlich auch wieder beklebt. Überhaupt ist alles, was ihr hier seht, beklebt. Es sind keine bedruckten Teile dabei.
Schade, hier an der Seite. Auch in den Kabinen wurde auf bedruckte Teile, die es ja gibt, verzichtet und stattdessen wurden Aufkleber genutzt. Schade, naja. Wir schauen mal rein. Die Kabinendächer lassen sich nach oben öffnen und bieten viel Platz für die beiden Figuren und je einen beklebten Bordcomputer. Hier an der Unterseite fehlen einige der angesetzten Zähne. Kommen eigentlich hier noch hinter angesetzt. Wie gesagt, es ist ein gebrauchtes Set. Beide Rotoren lassen sich natürlich drehen, der Hauptrotor oben sowie auch hier hinten der Heckrotor. Das klappt wunderbar. Wir setzen die Kabine wieder an. Einmal und zweimal. Wunderbar. Der Aufbau funktioniert gut und problemlos. Klar, das Set hat eine Altersempfehlung von 8 Jahren. Der einzige Punkt, der etwas schwierig ist, ist hier dieser hintere Teil. Aufgrund der Winkelung, ich zeige es euch mal von unten, aufgrund dieser Winkelung hier hinten, ist der nicht massiv gebaut, sondern hohl. Hecke und Vorderteil werden getrennt gebaut und später verbunden. Wenn man dann seitlich diese beiden Dark Red Elemente hier ansetzt und zu doll zudrückt, zerlegt sich das Teil. Wenn dann später Heck und Front verbunden sind, ist alles stabil und hält problemlos. Das sehen wir auch jetzt. Wir können hier drücken. Das hält, da passiert nichts. Ich mag auch die verbauten Farben sehr. Viel Dark Red, viel Tan, etwas Schwarz und es dürfen natürlich die blauen Technik-Pins nicht fehlen. Ihr kennt die bereits. Wir setzen den Rotor wieder an und sprechen über das Vorbild. Der russische Mi-24 Helikopter wurde in der Sowjetunion 1969 bereits entwickelt. Charakteristisch bei diesem Gerät ist der schmale hohe Aufbau und der Fünfblattrotor. Entwickelt wurde er als Kampfhubschrauber mit der Möglichkeit, Bodentruppen zu transportieren. Zwei Eigenschaften, die sich eigentlich ja widersprechen, da Kampfhubschrauber ja möglichst wendig sein sollen. Dem entgegenspricht der zusätzliche Platz für bis zu 8 voll ausgerüstete Soldaten. Aufgaben dieses Helikopters waren und sind der direkte Angriff von Bodenzielen genauso wie die Eskorte von anderen Helikoptern. Während des Entwicklungsprozesses wurden viele verschiedene Modellvarianten gebaut, um Probleme wie mangelnde Sicht der Piloten und Leistungsverluste in bestimmten Temperaturbereichen auszugleichen. Um die Flugeigenschaften zu verbessern, wurden kleine seitliche Flügel angebracht, die später als Trägervorrichtung für weitere Waffensysteme und Material genutzt wurden. Im Vorwärtsflug sorgen diese Tragflächen für ca. 25% des benötigten Auftriebs. Als 1970 die Serienproduktion angelaufen war, wurden kurze Zeit später auch erste Helikopter dieses Typs in Deutschland im mecklenburgischen Parchim stationiert. Auch während der Serienproduktion wurden immer wieder Veränderungen am Rumpf und an den elektronischen Systemen durchgeführt. Ab 1971 wurden zum ersten Mal gelenkte Waffensysteme integriert und das einläufige 12,7 mm Gewehr durch ein zu Beginn extrem unzuverlässiges Gatling-Gewehr ersetzt. Bis 1975 wurden 204 dieser Helikopter produziert. Es kam zu Einsätzen in Libyen und Äthiopien. Ab 1978, 3 Jahre später, wurden leicht abgewandelte Versionen an die Tschechoslowakei, die DDR, Ungarn, Bulgarien und Polen exportiert. Es folgten Einsätze auf der ganzen Welt, im Iran-Irak-Krieg, im Tschad, Syrien, Israel, Libanon und Angola. Es wurden weiterhin alle Systeme ständig angepasst. Selbstverteidigungsflares, Radarwarner und Waffensysteme wurden auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten. In der Nacht vom 10. auf den 11. Juni 1988 gelang es dem US-amerikanischen 160. Special Operations Aviation Regiment, einen von tschadischen Gruppen erbeuteten Mi-25 Helikopter, eine Weiterentwicklung des Mi-24, mit Hilfe zweier Boeing CH-47 Chinook Helikopter
unbemerkt zu ihrer Heimatbasis auszufliegen. Von dort aus wurde der Helikopter mit einer Lockheed C-5 Galaxy zur weiteren Untersuchung in die USA gebracht. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden mehrere Exemplare in afrikanische Länder verkauft. Russland rüstete die Mi-25 später in mehreren Schritten zur Mi-35 auf und ersetzte Waffensysteme, Navigation, Triebwerke und Sensoren. Auch andere Länder modifizierten die Mi-25-Helikopter. Dazu gehörten auch die Ukraine, Frankreich, Südafrika, Indien und Israel. Selbst 2013 wurden noch Exemplare des mittlerweile Mi-35M, der verbesserten Mi-25, von Russland in Auftrag gegeben, obwohl mittlerweile modernere, spezialisierte Hubschrauber zur Verfügung standen. Die Mi-24 hielt lange übrigens den Geschwindigkeitsrekord für Helikopter in der Luft. Die beiden Kabinen sind ausgelegt für Piloten und Bordschützen, der im Notfall aber auch die Steuerung des Gefährts übernehmen kann. Auf frühere Posten wie zum Beispiel den des Bordmechanikers wurde bei späteren Modellen verzichtet. Der Helikopter hat eine Startmasse von rund 11 Tonnen und einen Rotordurchmesser von 17,3 Metern. Heute ist bekannt, dass in rund 553 Staaten auf der ganzen Welt noch ca. 775 Modelle der Reihen Mi-24, Mi-25, Mi-35 genutzt werden. Wir fassen nochmal dieses Set zusammen. Das ist eins meiner absoluten Favoriten, ein riesiges Gerät. Wenn ihr euch so über den Helikopter freut wie ich, schaut auf eBay oder bei Kleinanzeigen, dort werdet ihr genügend finden. Vergleichbare Modelle kamen seitdem von Lego leider nicht mehr heraus. Einige andere Hersteller von Klemmbausteinen widmen sich diesem Gebiet erfolgreicher. Wir werden uns demnächst zum Beispiel auch den gerade erwähnten Chinook von Boeing vom Hersteller Kobe anschauen und natürlich auch wieder einen Blick auf das weltberühmte Original werfen. Zusammen mit dem Allrad-Dinojäger Legos 7296 werden wir jetzt ein paar Dinos fangen. Jawohl, so sieht's aus. Auch ein schönes Modell. Das gucken wir uns später an. Viel Spaß beim Bauen dieses Riesengerätes. Ich hoffe, ihr habt dabei genauso viel Spaß wie ich. Bis zum nächsten Mal.